und sehe Angst vor Hühnchen und kann nicht ordentlich zaubern, als Zauberer. Na, dann halt er hier. So, 4823. Ich wollte erstmal gucken, wie das mit einem gewissen Schwert aussieht. Ranger-Schwert, mehr Schaden, 5 Gewicht, das passt. Jo, sehr schön. Und es ist grün. Ja, es ist schwarz-weiß, aber eigentlich ist es grün. Du machtest mehr Rüstungsschütze für weniger Lebenspunkte. Du machst mehr Magie. Du machst mehr Rüstung und weniger Magie. Ha. Das könnte interessant sein für den richtigen Nahkämpfer, also ein Barbar oder so. Aber ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Gewicht. Ja. Ding. Und wir hätten gern... dich. So, damit du jetzt noch mehr magischen Schaden machst. Raus, raus, raus. Mal gucken, was er hat. Er hat ein Chakram, er hat die Sensen und der Zeitstopp. Jo. Und er hat 200 Lebenspunkte. Das geht eigentlich. Ja, okay, er macht wesentlich weniger Schaden als die anderen Helden. Aber ich überlege mir gerade, wir könnten mit dem ja versuchen, den Blub zu töten. Oh. Oh. Ne, genau zum richtigen Zeitpunkt runtergefallen. Aber ja, den Blub töten. Also den Boss aus der Hölle. Der Schleim, der sich immer wieder aufspaltet. Und den Raum hier mag ich absolut nicht. Aber erst müssen wir gucken, wie wir klarkommen. Wir sollten nicht allzu viele Gegner töten. Wir sollten ein paar Teleporter freischalten. Und wir sollten eigentlich nach unten. Oh. Oh, eine Truhe. Au. Ja, diesmal, wenn wir Schaden nehmen, natürlich einmal kurz Gegner töten. So, runter. Hier wäre der Boss gewesen. Zing. Zing. Oh, 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 oh. Und hier ist die Hölle. Sehr schön. Komm, stirb. 4 Schläge. Also wir müssen möglichst schnell den Boss finden. Sonst wird das hier hinten nichts. Obwohl wir ja eigentlich ziemlich viel Mana wiederbekommen. Und die halten zu viel aus. Und da ist kein Boss. Und überhaupt. Schnell weg da. So, hallo Schädel. Oh. Oh. So, bist auch kaputt. Komm schon, gib mir irgendwo einen Mana-Trank. Oh. Au. Oh. Ah, die Stacheln habe ich gar nicht gesehen. Wegen dem doofen Schwarz-Weiß. Okay. Oh. Einer von den komischen großen Magiern. So, weg mit dir. Du bist ein normaler Magier. Komm, stirb. Oh. Aha. Und gleich tot. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. Ah, das ist absolut nicht gut hier. Weg, 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 weg. Wir müssen zurück zum Eingang. Genau. Und da die Statue noch kaputt machen. Das ist echt übel. Ich glaube, ich wechsle mal auf Chakram. Oh. So. Jetzt hauen wir es ein paar Gegner kaputt. Ja. Also Boss könnten wir schaffen. Weil der ja eigentlich selber nicht so viel gemacht hat. Nur die Gegner, die gespawnt hat, waren nervig. Die müssten wir als Zauberer aber relativ schnell ausschalten können.
Sehr schön. Dich auch noch. War hier sonst noch was? Ja, da oben ist eine Kanone. Oh. So. Nee, den Raum tue ich mir nicht an. Oh, und dich würde ich mir eigentlich auch ungern antun, weil wir sind gleich tot. Das kann doch nicht angehen. Wir haben, okay, wir haben ein bisschen Gold zusammengesammelt in der Hölle. Aber trotzdem war der Charakter ansonsten nicht so wirklich toll. So. Wow, wow, wow. Und ich habe gerade gesehen, die Zombies, wenn sie gerade aus dem Boden kommen, oh, verursachen sie gar keinen Schaden. Also wir standen richtig drin in dem. Kaputt. Kaputt, kaputt. Oh, oh. Das sind ganz schön viele von denen. So, Lebenspunkte sind bei 60 von 200. Mana sieht nicht ganz so toll aus. Das heißt, mal wieder ein bisschen was im Nahkampf machen. Au. Oh, und Schaden nehmen, ja. Nee. Oh, dafür sieht das Gold langsam okay aus. 2400, jetzt... Oh, 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 oh. Könnten wir ruhig sterben, wollte ich sagen. Aber das war keine Aufforderung. Komm schon, Hühnchen. Ja, kein Hühnchen. Hm, geh runter, rechts. Ein leerer Raum. Oh, nein! Da war ein Hühnchen. Ich hab's genau gesehen. Nicht so hektisch. Und hier kommt der Wald. Und gleich ein nerviges Ding, wo Stacheln sind. Nee, lass zurücklaufen. Drei Räume und dann oben weiter gucken. Oh. Hier haben wir auch ein bisschen was übersehen. Das können wir auch noch einsacken. Oh, oh. Genau, da müssen wir eigentlich hoch. So. Keinen Schaden nehmen. Das Ding hatten wir schon mal. Da ist ein ganz fieser Knick drin. Ich denke nicht, dass ich das versuchen sollte. Wenn ich das versuche, würde ich sterben. Ich würde nämlich zweimal Schaden bekommen. Oh, zwei Hühnchen. Sonst ist hier nichts, okay. Ja, nee. Das mache ich irgendwie mit dem Barbaren und dann laufe ich einfach durch und fresse den Schaden. Dann ist gut. Nee, man darf ja keinen Schaden nehmen. Nee. Okay, dann mache ich das mit einem Shinobi. Also mit so einem halben Ninja-Typen, der sich in Holzblock verwandeln kann. Und dem müsste es am einfachsten sein. Oh, kaputt, kaputt. Lebenspunkte sehen langsam echt gut aus. Das heißt, wir können uns gleich wieder in die Hölle wagen, ein, zwei Treffer einstecken und dann wieder schreiend weglaufen. Maya-Bereich. Zink. Oh, das klappt echt gut. Wow, wow, wow. Kaputt, kaputt. Ja, doch. Kann man nicht meckern. Nehmen wir noch kurz hier das Mobiliar auseinander. Wenn es gut läuft, sollte ich echt einfach aufhören und wieder zurücklaufen. Aber nein, die Gier in mir. Also 164 für einen Boss, ich weiß ja nicht. Aber na gut, wir sind hier eh noch nicht beim Boss. Wir müssen uns eh noch frei kämpfen. Also gucken wir uns weiter in der Hölle um. Hops. So. Wo versteckst du dich? Oh, 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 oh. Das ist ganz schön haarig hier mit den ganzen Magiern. Au, au, au. So, Zeitstopp. Da halte ich schon die Zeit und laufe immer noch gegen den Typen gegen.
16 Lebenspunkte. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Okay, wieder zurück. Und zwar würden wir gerne... nicht vom Eingangsbereich, von hier aus nach oben. Oh ja, ich weiß schon, warum ich keine Magier mag. Die haben viel zu wenig Lebenspunkte und dafür passiert bei mir immer zu schnell irgendwas. Zing. Also Boss, Vorlaub ist tot. Aber er hat anderthalb Reihen gemacht. Na gut. So, jetzt bitte ein Barbaren. Genau, Barbarenkönigin. Nostalgisch und jeder Hit schmeißt dich weit zurück. Ein Hokage, der nicht zurückgeschmissen werden kann. Und runter ein Archmage. Nö. Was zurückschmeißen? Ah, das passt. So, du. Wir hätten jetzt gerne andere Ausrüstung. Du brauchst dieses Magiegedöns nämlich nicht. Genau, du nimmst dafür lieber mehr Rüstung. Armor plus 18, Magie minus 22. Ja, das passt eher zu einem Barbar. Haben wir noch andere? Weniger Lebenspunkte, dafür noch mehr Rüstung. Ne, so viele Lebenspunkte sind eigentlich ganz toll zu haben. Das neue Schwert hast du auch schon. Cape. Achso, genau. Du bist Barbar, also nimmst du das Blutcape. Ja. Runen, was Neues. Eine zweite Flugrune. Schnell laufen, Mana-Entzugsrune. Fliegen, Mana-Entzugsrune. Nö. Nichts geht über Blutentzug. Wo war mal? Was war beim Kopf? Okay, wir haben jetzt beides entziehen und Mana entziehen, aber wir haben noch keinen Lebenspunkt entziehen. Na gut, was hätten wir denn gerne? Wir haben 1047, das ist nicht so viel. Nehmen wir doch mal höhere Crit-Chance. Also Crit-Schaden könnten wir ja auch erhöhen. Aber dann würden wir auf 700, auf 680 Gold hocken. Also so, Kriegsschaden wenigstens nur 50 oder sowas in dem Dreh. So, rein da und schnurstracks in die Hölle. 555 Lebenspunkte, das passt doch perfekt zur Hölle. Oh, ganz schön viele Einträge. Zing, 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 zing. Nee. Und das mit dem Zurück, wow, geschubst werden, ist da auch sehr lustig gewesen. Wir sind mal eben ganz zum Eingang zurückgeschubst worden, weil wir halt so dünn sind. Genau, jetzt geht mir ein paar Gegner, dann kriege ich die Lebenspunkte auch wieder rein. Da zum Beispiel und da. Rutsch, rutsch, rutsch. Eine Hähnchenkeule, sehr schön. Dann können wir doch gleich unten weitermachen. So, so. Kein Schaden nehmen. Nö. Nö, tut mir leid. Kein Nerv auf so einen kleinen Kram. Wow. So. Oh, oben ist auch noch eine Truhe. Ja, sehr schick. Ist doch wirklich eine Truhe? Ja. Kaching. Und ein Tagebucheintrag. Hast du jetzt endlich den dritten Boss gekillt? Ja, ich habe den Boss des Towers besiegt. Haben wir schon längst. Und wieder mal konnte ich spüren, wie der Thronraum etwas Kraft verliert. Und er wird langsam abhängig von diesen kleinen Siegen. Ich habe mich nie so sicher gefühlt, so mächtig, so zu Hause. Ja, ich denke echt, dass er der Endgegner ist. Nur noch ein kleines bisschen weiter. Und ich werde meine Belohnung bekommen. Ich bin so nah dran. Ich werde meinen Vater stolz machen. Ich denke nicht, dass du das wirst. Wo wollen wir überhaupt hin? Wir wollen runter.
Wir wollen eigentlich hier gar nicht so viel umbringen. Okay, jetzt wollen wir ein bisschen mehr umbringen, weil hier wieder Lebenspunkte verloren gegangen sind. Was zur Hölle? So. Hölle ist ein gutes Stichwort. Ah, genau. Das Land der Dunkelheit. Schön alles systematisch abgehen. Also oben haben wir schon mal ein Hühnchen auf Vorrat. So, weg mit euch. Ihr sprecht euch ab, oder? Du war Magier. Komm, komm, weg mit. Warum hält er so viel aus, verdammt? Ja, nee. Es ist irgendwie nicht so lustig, wie ich es mir vorgestellt habe hier in der Hölle. Kaputt. Komm schon. Menno. So, gleich wieder hoch und die eine Statue kaputt machen.